In Bayern haben wir deshalb eine Überprüfung der Ergebnisse bei den Landtagswahlen verlangt, denn der urplötzliche, nächtliche Sprung von 5,3% auf 4,9% wirft zumindest Fragen auf. Ich denke daran, dass man uns überall Versammlungssäle verweigert hat oder kurzfristig gekündigt, weil gewalttätige Chaoten im Anmarsch waren. Fast überall beugten sich die Behörden dem Druck der Straße. Anstelle von Chancengleichheit trat das Faustrecht. Dem zunehmenden Verfall der inneren Sicherheit kann nicht mit Worten begegnet werden, sondern allein durch eine Beseitigung rechtsfreier Räume, damit unsere Polizisten nicht immer mehr zu Prügelknaben der Nation werden. Wir sollten hier aus den Erfahrungen der Weimarer Republik lernen, ebenso aus der Unterdrückung der Freiheit in den kommunistischen Staaten. Wenn wir Freiheit sagen, dann meinen wir jene, die aus den reinen Quellen der Menschlichkeit sprudelt und nicht Öl getränkt ist. Und deshalb aus aktuellem Anlass, Hände weg vom Grundgesetz, keine deutschen Soldaten in Spannungsgebiete. Deutsche Soldaten sind allein Vaterlandsverteidiger und nicht Söldner der Multis. Geben Sie unserer Partei eine Chance. Sie verfügt nicht über das Blutgeld der PDS oder das Schweigegeld der sogenannten Blockparteien. Honorieren Sie dieses Verhalten nicht mit einem Belobigungszettel, sondern mit einem Denkzettel. Wir Republikaner glauben an ein Deutschland, das der Welt mehr gegeben hat, als 12 Jahre zerstören konnten. Wir wollen endlich losgebunden werden vom Marterpfahl der Geschichte, einer einseitig von den Siegern geschriebenen Berichterstattung. Wir Republikaner wollen ein soziales Deutschland. Ein Deutschland, in dem die Reichen nicht reicher und die Armen nicht ärmer werden. Helfen Sie uns dabei, geben Sie uns Ihre Stimme. Ist in der Praxis blutig aufgegangen. Vermummung wurde dabei zu einer Art Freizeitkleidung, Steine werfen zur sportlichen Disziplin. Nun beklagen wir die Opfer. Es sind nicht nur die Prügelknaben der Nation, die Polizisten. Wir Republikaner trauern um einen 19-jährigen Parteifreund, der kürzlich in Berlin Opfer eines fanatisierten Messerstechers geworden ist. Die Schatten von Weimar werden länger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir dürfen die Ursachen der Gewalt nicht vergessen. Sie liegen in einer bedrückenden Wohnungsnot, in zunehmender Ghettobildung, Jugendarbeitslosigkeit, vor allem aber in einer verfehlten Asylanten- und Ausländerpolitik. Notwendige Umweltschutzgesetze werden nicht erlassen, weil einflussreiche Konzerne eine Minderung ihrer Gewinne befürchten. Der Bauernstand wird mehr oder minder preisgegeben, weil es immer weniger Bauern gibt und sie deshalb als sogenannte Stimmvieh nicht mehr zählen. Vielleicht wären aber auch die Bauern gut beraten, würden sie ihre Proteste nicht allein durch quergestellte Traktoren ausdrücken, sondern den Stimmzettel zum Denkzettel machen. Um der sogenannten Weltmeinung nicht immer die braven und handsam gewordenen Deutschen vorzuführen, bedarf es nicht der Preisgabe unserer nationalen Interessen. Wer jedoch das Selbstbestimmungsrecht der Balten fordert und der Palästinenser, darf am Selbstbestimmungsrecht der Schlesier nicht achselzuckend vorübergehen. Wer für eine europäische Integration ist, der darf darüber die Pflege der nationalen Eigenarten nicht vergessen. Meine Damen und Herren, wir tun uns sehr schwer, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Lassen Sie sich nicht stören von der permanenten Dämonisierung unserer Partei gegenüber. Wir meinen es gut mit Deutschland. Wir grenzen uns dabei deutlich von jenen Kräften ab, die aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Vernunft und Augenmaß begleiten unseren Weg. Ziehen Sie mit, helfen uns dabei mit Ihrer Stimme, vor allem aber Ihrer Zweitstimme, in Richtung eines menschlichen und eines gewaltfreien Deutschlands.